Wie so manch andere Geschichte über Helden beginnt auch unsere, selbstverständlich, in einer Taverne. Mit einer jungen, unscheinbaren Frau, die sich gelangweilt eine braune Haarsträhne um den Finger wickelte, während sie mit der anderen Hand die letzten Reste ihrer Suppe aus der Holzschale kratzte. Selene saß in der abgelegensten Ecke der Taverne, die sie gefunden hatte, und nippte immer mal wieder an ihrem Wasser. Seit 9 Wochen war sie nun bereits unterwegs. Immerhin war sie schon von ihrem kleinen Heimatdorf in den Nordlanden durch das Bornland gereist und hatte Festum hinter sich gelassen. Nun war sie um eine Erfahrung reicher. Große Städte gefielen ihr nicht. Bisher hatte ihr keine der Städte, durch die sie gereist war, wirklich gefallen. Genauso wenig erfüllend waren die bisherigen Arbeiten gewesen, die sie übernommen hatte. Es war halt alles nicht wie zu Hause. Und sie vermisste ihre Heimat. Obwohl sie sich so sicher gewesen war, dass sie nach dem Tod ihrer Großmutter rein gar nichts mehr dort halten könnte. Die gute alte Vertrautheit der Heimat hatte sie bisher allerdings unterschätzt. Trotzdem, es war das Richtige gewesen. Und nun hatte sie einen neuen Plan gefasst. Morgane Aberdan, ihre frühere Meisterin, hatte häufiger von einem Hexenzirkel im Koschgebirg erzählt. Ihre Mitglieder sollten viel von der heilenden Magie verstehen und vielleicht durfte sie dort ihre Ausbildung fortsetzen. Sie war allein. Mina streunte draußen in der Dunkelheit umher, fing die vollgefressenen Ratten der Stadt oder sonst etwas. Wie gern wäre Selene bei ihr gewesen, aber das Mondlicht tat ihr auf lange Zeit nicht gut und zwang sie somit hier drin zwischen dem ganzen Lärm der grölenden Gäste zu ersticken. Gedankenversunken beobachtete sie mit ihren braungrünen Augen die Leute in der Taverne. Eine riesenhafte Frau mit rotblondem Haar betrat das Wirtshaus, oder besser gesagt, zwängte sich durch die Tür. Kurz folgte Selenes Blick ihr, bevor sie ihn wieder auf ihren Becher richtete. Manchmal verfluchte sie die lange Reise zu Land, würde sie doch in der Luft viel schneller gehen. Aber Selene traute sich nicht höher als ein paar Schritte zu fliegen. Sie hatte ungeheure Angst vor der Höhe, die sie erstarren ließ. Es war zu gefährlich, dabei in einem unkontrollierten Moment herunterzustürzen und... Sie ärgerte sich über sich selbst, aber trotzdem... Guten Abend, meine Dame. Selene blickte auf. Ein junger Kerl, vielleicht in ihrem Alter, stand vor ihr und grinste sie breit an. Seine auffällig hellen blonden Haare waren zerzaust und seine schäbig zusammengewürfelte Kleidung alt und abgetragen. Er räusperte sich. Ich dachte mir, dass wir wirklich gut zusammenpassen würden, denn was dir obenrum fehlt, kann ich untenrum ausgleichen. Selene sah den blonden Mann verblüfft an. Sagst du es immer zu irgendwelchen Frauen? Nein, jede bekommt einen anderen Spruch. Ah ja. Das war's? Du willst mir nicht eine Ohrfeige geben? Nein. Oder mir dein Getränk ins Gesicht schütten? Nein, warum auch? Der komische Kerl drehte sich um und blickte zu einem anderen Tisch herüber, an dem 2 weitere Burschen saßen, die gespannt Selene beobachteten. Er deutete ihnen ein Schulterzucken an. Und Selene meinte tatsächlich ein wenig Enttäuschung in ihren Gesichtern erkennen zu können. Wir haben gewettet und... Ach, ist ja eigentlich egal. Ich bin Gareth, Gareth der 100 Haare. Nicht zu verwechseln mit Gareth der 100 Tempel. Charmant streckte er ihr seine Hand entgegen. Und auch wenn er Selene recht stümperhaft vorkam, eines musste sie ihm lassen. Sie hatte noch nie ein so einnehmendes Lächeln an einem Mann gesehen. Selene. Selene Liebmoos. Sie griff nach seiner Hand und zuckte im nächsten Moment wieder schnell zurück. Das Kribbeln, das so plötzlich in ihre Handfläche gezogen war, wirkte noch ein Weilchen nach, bevor es verebbte. Gareth begann irgendetwas zu erzählen. Inzwischen hatte er sich selbst an ihren Tisch eingeladen und saß ihr nun gegenüber. Doch Selenes Gedanken kreisten in ihrem Kopf. Sie wusste, was dieses Gefühl zu bedeuten hatte, aber sie konnte sich beim besten Willen nicht vorstellen, einen Magier vor sich zu haben. Nein, das war komplett unsinnig. Wahrscheinlich wusste er nicht einmal von seinem magischen Potenzial. Ja, so musste es sein. Nun gut, ich gehe da mal wieder. Yolanda und ich haben nachher noch einen Auftritt. Vielleicht sieht man sich ja. Mach's gut. Selene mochte das fröhlich-feuchte Treiben in Tavernen zur späten Stunde nicht. Aber ihre Neugier hielt sie im Schankraum. Und so blieb sie, um sich Gareths Auftritt anzusehen. Es war warm. Viel zu warm. Mal wieder. Die Hitze in diesen verflixten Südlanden machte Hakwa immer wieder zu schaffen. Und zu allen Überfluss hatte sie diese 2 Gaukler an der Backe. Doch seit sie dieses dürre Mädel mit den dunklen Haaren aus Festum geschleppt hatte, ging alles langsam bergauf. Hoffentlich hatte sie diese Gaukler-Tiraden hinter sich,
genauso wie diese bunten Firlefanz-Gegenstände, denen sie hinterhergerannt waren. Und diese magische Axt, die Gareth ihr für all das versprochen hatte, hat sie auch nicht bekommen. Das hatte sie sich unter der Exotik der Südlande nicht vorgestellt. Als sie sich damals für ihre Rettung bei einigen Leuten revanchieren wollte, war ihre Neugier nicht das letzte gewesen, das sie von den Hochebenen ihrer Heimat fortgelockt hatte. Aber dass es hier ständig so unerträglich warm sein würde, davor hatte sie keiner gewarnt. Und nun zog sie mit Yolanda und ihrem ständigen Begleiter Gareth von einer Herberge zur nächsten. Sie würde Yolanda noch aus dem Bornland rausbringen, dann konnte sie doch sehen, wo sie blieb. Das Einzige, das Hakwa ein wenig daran störte, war, dass mit ihr wohl oder übel auch Gareth verschwinden würde. In den letzten Wochen hatte seine muntere Art sie immer wieder zwischen Ungläubigkeit, Erstaunen und schallendem Gelächter hin und her gerissen. Irgendwie mochte sie ihn. Hakwa zog ihre massigen Schultern ein, während sie sich durch die Tür der Schenke schob. Yolanda und Gareth folgten ihr. Sie bestellte sich ein Bier und ließ sich an einem freien Platz nieder. Irgendwie sahen diese Schenken alle inzwischen nur noch gleich aus für sie, und alle waren sie viel zu niedrig, mit viel zu kleinen Tischen und Bänken. Yolanda stupste Gareth an. War das nicht das Mädchen, das du gestern beleidigt hast? Hakwa und Gareth folgten ihrem Blick. Und tatsächlich, da saß wieder das braunhaarige Mädchen von gestern, in die Ecke gekauert und zurückgezogen, wie schon am Tag zuvor in Zarstrand. Hakwa musste breit grinsen, als sie an Gareths Erzählung dachte und den dummen Spruch, den er dieser Frau gestern an den Kopf geknallt hatte. Was hätte er da wohl zu Hakwa gesagt? »Ich meine, teilweise hast du ja schon recht, Gareth, aber die Kleine sah gestern schon getroffen aus.« »Ich glaub, die guckt immer so.« Hakwa ließ ihren Blick noch ein wenig länger auf die schwermütigen Mädchen ruhen. Wieder war sie vollkommen allein. Wieder hatte sie nichts als ein Wasser und eine leere Schüssel vor sich. Sie tat ihr leid. »Wart du mal hier«, wies sie Gareth an und stand auf. Dem Bier in der Hand ging sie zu dem kleinen Häufchen elend herüber. Gareth musste sich entschuldigen. Das hatte Hakwa eben beschlossen. Selene fühlte sich nicht wohl, als sie mit der Riesenfrau, Hakwa Breikreik war ihr Name, mitging. Sie fühlte sich irgendwie ein wenig überfordert. Hakwa packte sie plötzlich und zog sie neben sich. »Also nochmal für alle, das ist Selene. Ja, Gareth kennst du ja schon. Und das ist Yolanda. Die beiden sind Gaukler.« Das hübsche Mädchen mit grauen Augen und schwarzem Haar saß neben Gareth und war genauso hochgewachsen wie er. Sie überragte Selene locker um einen halben Kopf, als sie sich kurz erhob, um ihr die Hand zu geben. Ein freundliches Lächeln auf den Lippen. Das Gepäck der Truppe war neben Gareth aufgetürmt. Selene sollte erst später am Abend erfahren, dass es sich dabei nur um Gareths Gepäck gehandelt hatte. Ihr Blick blieb für einen Moment an einem prunkvollen Stab hängen, wie diese Magierstäbe aus Geschichten. An der teuer aussehenden Kugel am Ende des Stabes hing ein Bündel. »So, Gareth!« Hakwa blusterte sich zu ihrer vollen Größe auf. »Was wolltest du ihr sagen?« »Es tut mir leid. Ja.« Gareth wirkte nicht gerade so, als würde er die Bedeutung der Worte wirklich verstehen. Aber Hakwa schien zufrieden. »Setz dich, Mädel, und trink mal was Vernünftiges.« Selene setzte sich auf den ihr zugewiesenen Platz. In dem Moment, als sie den Hocker heranzog, trat sie auf ein Fellknäuel und ein verschrecktes Quieken drang unter dem Tisch hervor. »Hela Horas!« Mit einer schnellen Bewegung war Gareth von seinem eigenen Hocker unter den Tisch gerutscht. Selene ruckte in einer hastigen Bewegung wieder nach hinten. Sie packte ein Frettchen, welches sich in dem Stoff von ihrem Kleid eingerollt hatte, bevor Gareth unter ihren Rock kroch. »Gareth, komm wieder hoch!« Yolanda versetzte Gareth unter dem Tisch einen Tritt. »Au, ist ja schon gut.« Hakwa lachte laut auf, als sie Gareth wieder unter dem Tisch hervorzog, ganz ähnlich wie Selene es zuvor mit Hela Horas, dem Frettchen, gemacht hatte. Selene setzte das zitternde Tier behutsam in ihrem Schoß ab. »Süß.« Es dauerte einen Moment, bis sich das Frettchen an sie gewöhnt hatte. Aber dann begann die Kleine mit neugierigen Erkundungen. »Wohin reist ihr eigentlich?« »Raus aus dem Bornland.« Hakwa füllte etwas von ihrem Bier in Selenes Becher. Unglücklich warf diese einen Blick hinein. Sie trank keinen Alkohol. »Und dann?« »Mal sehen. Wohin reist du denn, Kleine?« »Nach Koschgau. Dort sind Verwandte, die ich besuchen will.« In gewisser Weise hatte sie noch nicht einmal gelogen. Hakwa nickte, während sie vor sich hinkaute, aber weder ihr noch einem der anderen schien der Name etwas zu sagen. Selene fasste all ihren Mut zusammen. »Wenn ihr die Straße nach Valusa weiterreist, dann müsst ihr doch auch durch den Sumpf, nicht wahr?« Ein zustimmendes Brummen von Hakwa. »Ich habe nicht viel Erfahrung im Reisen.
und in einer Gruppe zu reisen ist besser als allein. Hakwa kaute weiter. Hoffnungsvoll sah Selene von dem einen Gesicht ins nächste. Und derzeit bin ich ganz allein. Ha! Endlich hatte Hakwa ihre Intention verstanden. Du willst mit uns reisen. Sag das doch gleich. Keine Sorge, wir passen schon auf dich auf. Die Reise war die angenehmste, die Selene jemals gehabt hatte. Am nächsten Tag erreichten sie die Grenze des Sumpfes, und wenn Hakwa begann, Geschichten von schwankenden Leichen und lebenden Toten in Sümpfen zu erzählen, wurde Selene tatsächlich etwas mulmig zumute. Hakwa selbst schien furchtbare Angst vor diesen Kreaturen zu haben. So wie sie davon erzählte, würde man es einer mehr als 2 Meter großen und massigen Frau, die mit mehr Muskeln bepackt war als jeder Mann, nicht zutrauen. Aber Hakwa schien keineswegs eine leicht durchschaubare Persönlichkeit zu sein. So hatte sie sich auch vehement dagegen gewehrt, nach Valusa hineinzureisen und dort ein Schiff zu besteigen. Sie redete irgendetwas von einem Totenreich. Und so fiel der Beschluss, die Strecke zu Fuß zurückzulegen, durch den Sumpf. Also bogen sie noch vor Valusa, gehen Effort ab und reisten weiter durch den Sumpf in Richtung Usnadam. Selene? Gareth war während der Mittagspause zu ihr herübergerutscht und grinste sie an. Weißt du, du kannst doch Tiere so gut erziehen. Minas Schnurren auf Selenes Schoß wurde etwas härter und Selene spürte ihre Krallen vorschnellen. Ich bin nämlich gerade dabei, Hilahoris ein paar Kunststücke beizubringen. Ich kann dir auch zeigen, was ich ihr schon beigebracht habe. Manches ist ganz einfach. Hilahoris kann sich zum Beispiel, wenn ich will, meinen Finger nach dem Kreis drehen. Er begann vor Minas Nase mit dem Finger rumzufuchteln. Das war ihr dann doch genug der Beleidigung. Sie fauchte und schlug nach ihm. Selene sprang schnell ein. Ich fürchte, Gareth, das ist nichts für Mina. Keine Sorge. Sie wird's schon noch lernen, das dürften selbst die dümmsten Tiere hinkriegen, erwiderte er fröhlich, nachdem er den Finger schnell zurückgezogen hatte. Vor Selenes innerem Auge verdeutlichte sie Minas Wunsch, Gareth mit einem Satz ins Gesicht zu springen. Ihre Krallen gruben sich tief in Selenes Beine. Mina! Selene zuliebe ließ sie es bleiben, und Gareth blieb dieses eine Mal noch verschont. Dieses Gespräch mit Gareth stellte eher eine Ausnahme dar. Die meiste Zeit verbrachte er mit oder neben Yolanda, sodass Selene den Großteil an Gesprächen mit Hakwa verbrachte. Und wieder einmal, gegen ihre eigentliche Vermutung, ließ es sich sehr gut mit ihr reden, wenn man gewisse Themen mied, zum Beispiel Torvala. Gegen die hatten Gjals Galender wie sie nämlich irgendetwas, und es gab irgendwelche Unterschiede. Jedenfalls mochte sie nicht so bezeichnet werden. Zu Yolanda aber hatte sie überhaupt keinen Draht. Yolanda war diejenige, die Gareth im Griff hatte. Er hörte auf sie, machte fast alles, was sie sagte, und mit ihr tuschelte er, wie Selene es nur von den kleinen Mädchen aus dem Dorf kannte. Selene beneidete die beiden sogar um diese tiefe Freundschaft, die sie verband. Mina hatte kein Verständnis dafür, dass sie sich so etwas für sich selbst wünschte. Egozentrisch hatte die Katze erwidert, dass es keinen besseren Freund als sie geben konnte. Aber obwohl Selene Mina liebte, war es nicht dasselbe, und sie wusste, dass Mina das nicht verstehen konnte. Das Ziel ihrer Reise verschob sich. Die Grenze des Bornlandes war erreicht, und doch beschlossen sie gemeinsam, Selene weiter zu begleiten. Trallop wurde als Ziel diskutiert, das Herz von Weiden. Und da weder Gareth noch Yolanda eine richtige Meinung dazu hatten, legte Hakwa es mehr oder weniger selbst fest. Eigentlich war Hakwa es den beiden auch irgendwie schuldig. Valusa lag viel zu nah am Bornland und sie hatte gesagt, dass sie Yolanda aus dem Bornland herausbrachte. Hakwa hatte begonnen, jeden Tag mit Gareth ein wenig zu trainieren. Zunächst hatte sie versucht, ihm den Kampf mit einer Waffe beizubringen. Aber obwohl sie ihm nur einen mickrigen Dolch gab, schaffte er es schon am ersten Übungstag, sich den Dolch selbst in den Oberschenkel zu rammen. Also zeigte sie ihm nun, wie er einen Angreifer ohne Waffen abwehren konnte. Gareth schien die Übungen Spaß zu machen. Er arbeitete gut mit und klagte am nächsten Tag nicht über blaue Flecken oder Prellungen. Hakwa hoffte, dass er es eines Tages auch anwenden konnte, wenn die Situation ernst wurde. Gareths kleines Missgeschick mit dem Messer hatte allerdings eine hilfreiche Stärke von Selene offenbart. Sie kannte sich mit heilenden Pflanzen aus. Ein sehr nützliches Talent, und Hakwa war sehr froh darüber, dass sie Selene aufgegabelt hatten. Zum Nachmittag streifte Hakwa durch die Sümpfe, allerdings ohne sich aus der Sichtweite der anderen zu entfernen, und suchte nach etwas, das sie jagen konnte. Währenddessen verbrachte Selene ihre Zeit damit, nach verwertbaren Pflanzen zu suchen. Gareth begleitete sie. Während Yolanda kein Problem damit hatte, das Lager zu bewachen, schien ihm diese Aufgabe wohl doch ein wenig öde zu sein. Aber auch wenn Selene sich zunächst über seine Begleitung gefreut hatte,
musste sie bald feststellen, dass Gareth keine große Hilfe war. Nach kurzer Zeit hatte sie aufgegeben, ihm zu erklären, was brauchbar war, und so suchte sie alleine, während Gareth Blödsinn machte und in ihrer Nähe umherstreifte. Es war der dritte Tag, den Selene in der Gruppe verbrachte und sich immer wohler fühlte. Sie mochte Hakwa und sie mochte Gareth. Dennoch erzählte sie den anderen nicht viel von sich selbst. Die vielen Geschichten über Hexenverbrennung und noch schlimmeren Dingen reichten, um ihren Mund diesbezüglich zu versiegeln. »Hey, Selene!« Mit breitem Grinsen kam Gareth zu ihr und hielt ein verschlammtes Bündel in Händen. »Was ist das?« »Da sind Fläschchen drin.« Gareth öffnete die völlig verschmutzte Ledertasche und zog tatsächlich ein kleines Trankfläschlein hervor. Als es an seiner Kleidung säuberte, kam eine gelblich glitzernde Flüssigkeit darin zum Vorschein. Es war aus Glas, also musste es ziemlich wertvoll sein. »Muss wohl jemand verloren haben. Tja, sehr schade. Jetzt ist es meins.« Selene starrte noch immer fasziniert auf die Glasfiole, während Gareth an dem Korken zog. »Was machst du da?« »Das kann gefährlich sein, Gareth. Wir wissen nicht, was da drin ist.« In Gareths Augen trat nur ein freches Schmunzeln und er zerrte ungehemmt weiter an dem Korken, bis er sich löste. »Gib es mir, Gareth!« Selene griff nach dem Trank, doch Gareth wich ihr geschickt aus. »Komm, hol's dir!« »Behalt es doch, Gareth!« Er hielt das Fläschlein begutachtend vor sich. Honig!« »Ich will doch nur das Beste!« Mit einem unheilverkündenden Lächeln setzte er plötzlich den Trank an seine Lippen und ein Tropfen der zähen Flüssigkeit lief ihm in den Mund. »Gareth!« Entsetzt starrte Selene ihn an. Unmittelbar verwandelte sich sein Grinsen in Schmerz. Er krümmte sich vornüber und fiel Selene entgegen. Hastig drehte sie ihn auf den Rücken. Für einen Moment zuckte er noch, dann verebbten die Bewegungen. Er war ohnmächtig geworden. Alle weiteren Handlungen führte Selene vollkommen intuitiv aus. In ihrem Inneren bereitete sie den Zauber vor, hielt mit einer Hand Gareths Mund offen und beugte sich zu ihm herab, legte ihre Lippen an seine und ließ ihre heilende Spucke in seinen Mund rinnen. Als sie sich schließlich wieder aufrichtete, kam eine verwirrt reinblickende Hakwa schnellen Schrittes auf sie zu. »Was ist denn passiert?« »Gareth hat etwas getrunken, das er gefunden hat.« Selene stieg Hitze ins Gesicht und sie wurde rot. Für die näher kommende Hakwa musste es so ausgesehen haben, als ob sie den bewusstlosen Gareth küsste. Schnell heftete sie ihren Blick wieder untersuchend auf die Fiole mit der zähen Flüssigkeit. »Ich habe schon gehört, dass man aus der Naftanstaude eine Art Saft herstellen kann, der stark ätzend wirkt. Gold... Saft oder so heißt er. Goldleim oder Goldseim. Ha, lebt er noch? Ja. Bis Gareth wieder aus seiner Bewusstlosigkeit erwachte, vergingen einige Augenblicke. Doch sein Schmerz war nicht vollkommen fort. Selenes Magie hatte vielleicht das Schlimmste verhindert, aber bei weitem nicht alles geheilt. Teile von Gareths Mund und Rachen waren versenkt, als hätte ein Feuer darin gewütet. »Gareth, du bist sogar noch dümmer, als ich gedacht habe. Warum denkst du nicht mal ein bisschen nach?« Mir geht's auch gut.« »Ich glaube, du solltest erstmal nicht so viel reden.« »Ja, scheinbar.« Gareths Stimme erholte sich nur langsam, aber es wurde besser. Glaubte er zumindest. Von Tag zu Tag immer ein unmerkliches bisschen. Interessanterweise erinnerte seine verkorkste Stimme die anderen immer wieder daran, ihn über seine Dummheit zu belehren, vor allem Yolanda. Den Sumpf ließen sie hinter sich und weitere 4 Tage vergingen. Ein Zwischenhalt hier, eine Übernachtung dort. Gareth konnte sich, was sein Geld anging, problemlos über Wasser halten, mit den Auftritten, die er und Yolanda in verschiedenen Gasthäusern zum Besten gaben. Zugegebenermaßen wäre ohne Yolandas Augenklimpern deutlich weniger rausgesprungen. Aber deswegen ergänzten sie sich so gut. Wer sollte ihr sonst diese panische Angst vor einem Auftritt nehmen und sie beruhigen, wenn nicht er? Als noch weitere Tage voll stundenlangen Märschen vorbeigingen, wurde das Gebirge um sie herum immer deutlicher und schöner. Hakwa hatte gesagt, dass sie die Schwarze Sichel wohl durchqueren würden. Sie war diejenige, die ihre Reise plante und alles organisierte. Das war auch gut so. Gareth merkte sich Namen von Städten, Dörfern und Gebirgen eigentlich nur, um sie 2 Tage später wieder vergessen zu können. Je länger sie unterwegs waren, umso seltsamer wurde Yolanda und umso schwerer fiel es ihm, sie bei Laune zu halten. Gareth schmiedete gemeinsame Pläne für dieses Trallop, aber bis auf ein zaghaftes Lächeln, welches ihm eindeutig sagte, dass er nervte, kam von Yolanda nichts zurück. Gareth wurde immer ratloser,
und dementsprechend begann er, mehr Zeit mit Hakwa und ihren amüsanten Kriegsspielchen zu verbringen. Ging Hakwa jagen, da meldete sich Gareth freiwillig, um mit Hilfe seiner Tricks das Tier aufzuscheuchen und in Hakwas Richtung zu treiben. Die Zusammenarbeit funktionierte einwandfrei und dank Hakwas guten Künsten mit dem Wurfspeer auch ab und an mal erfolgreich, so wie bei der heutigen Jagd auf einen Gebirgsbock. Begeistert verließ Gareth sein Versteck und rannte zu Hakwa herüber. Hakwa blickte ihm ausdruckslos entgegen und wartete, bis er sie erreicht hatte. »Schau genau hin, Gareth!« Sie packte ihn plötzlich an den Schultern und verdrehte ihn schmerzhaft zu dem verendenden Bock, sodass ihm nichts anderes übrig blieb, als hinzusehen. Er versuchte sich vergebens aus ihrem Griff zu wenden. »Siehst du, wie er stirbt?« »So ist das im Leben. Es ist nicht alles schön. Manchmal ist das Leben ernst. Das musst du verstehen.« Ein eiskalter Schauer überlief ihn während ihrer Rede. Als Hakwa ihn endlich wieder losließ, fühlte Gareth sich schwermütig. Sein Herz hämmerte laut an der Brust von dem Schrecken, den sie ihm eingejagt hatte. »Ich gehe zurück.« Benommen schlurfte er los, zurück zu Yolanda. Hinter sich konnte er hören, wie Hakwa den toten Bock auf ihr Kreuz hiefte. An dem Abend war es ausnahmsweise einmal er, der von Yolanda getröstet werden musste, und nicht umgekehrt. Sie redeten, bis er sich wohler fühlte und mit angenehmeren Gedanken in den Schlaf fiel. Das Mauzen von Mina und ihre Krallen in Selenes Gesicht weckten sie schließlich erfolgreich. Als Selene die Augen aufschlug, stellte sie fest, dass es noch mitten in der Nacht war. Rein intuitiv wanderte ihr Blick hinauf zu dem abnehmenden Mond, bevor sie sich ihrer Vertrauten zuwandte. »Mina, was ist denn los?« Mit eindringlichem Blick hieß Mina sie an, ihr zu folgen, sofort. »Ja, ich komme ja schon.« Gareth und Hakwa schliefen noch fest und Yolanda, ja, Yolanda war gar nicht da. Vorsichtig und leise schlich sich Selene aus ihrem Lager fort, in Minas Richtung, und immer der Fährte folgen, die Mina ihr unbedingt jetzt, mitten in der Nacht, zeigen musste. Sie waren einige Minuten unterwegs, doch dann hatte Mina endlich wieder gefunden, was sie gesucht hatte. Yolanda. Sie hatte ihr ganzes Gepäck geschultert und folgte beständig dem schmalen Pfad zurück, den sie heute erst gekommen waren. Sie machte nicht den Eindruck, als würde sie bei Tagesanbruch wieder da sein. Selene versteckte sich und begann nachzudenken, während Yolanda sich immer weiter entfernte. Mina saß auffordernd vor ihr und glühte sie aus bestimmenden Katzenaugen an. »Was willst du denn von mir?« »Mäh.« »Wenn sie gehen will, dann soll sie doch gehen.« »Mäh.« »Ich?« »Na gut, ich rede mit ihr.« Selene trat zurück auf den Trampelpfad und mit schnellen Schritten holte sie Yolandas Vorsprung auf, bis diese auf sie aufmerksam wurde. »Wer ist da?« »Ich bin's, Selene.« »Oh, versuch bitte nicht, mich aufzuhalten. Ich muss gehen.« »Warum?« »Weil ich muss. Das kannst du nicht verstehen. Du weißt nicht, was passiert ist. Ich fühle mich schuldig. Und all das, das ist nicht, was ich will. Das ist, was Hakwa wollte. Sie hat mich hier rausgeschleppt. Aber ich kann nicht mehr ruhig schlafen.« »Und was ist mit Gareth?« »Weißt du überhaupt, warum Hakwa mich aus dem Bornland bringen wollte?« »Nein.« »Sie suchen mich. Für ein Verbrechen. Aber ich kann das nicht. Also einfach abhauen. Ich muss mich meiner Strafe stellen. Und Gareth würde mitkommen, wenn er es wüsste. Was er dann wohl machen würde, wenn ich ins Gefängnis gehe? Sag es ihm bitte nicht.« Selene stand einfach nur da und starrte Yolanda zweifelnd an. »Tust du das für mich?« »Ja. Ja, ich verspreche es dir. Und ich wünsche dir alles Gute.« Aus einer Eingebung heraus, eigentlich so untypisch für sie, schloss Selene die Gauklerin kurz in die Arme. Ein dankbares Lächeln, nur ein Schatten im fahlen Mondlicht, und Yolanda setzte ihre Reise fort. Selene blickte ihr noch einen Moment nach, bevor sich Minas vorwurfsvolles Mauzen in den Vordergrund drängte. »Was sollte ich denn tun? Sie ins Lager zurückschleifen? Wirklich?« Selene begann mit ihrem Weg zurück ins Lager. »Na dann sag mir doch, was ich hätte tun sollen.« Mit einem verärgerten Fauchen bog Mina vom Weg ab und tapste beleidigt mit hochgestrecktem Schwanz von Selene weg. »Mina, jetzt warte doch!« Selene lief ihr hinterher und rief die Katze lautstark, doch sie wollte gar nicht hören und hielt den gewonnenen Abstand zwischen ihnen gekonnt ein. »Das ist so das Beste. Warum bist du jetzt sauer?
Kannst du mir das bitte mal erklären? Plötzlich blieb Mina stehen und lauschte. Selene holte sie endlich auf. Was ist? Selene lauschte. Und tatsächlich, da war etwas. Da war eine Stimme. Der kalte Wind versuchte beständig, sie fortzutreiben. Doch in den kurzen Momenten, in denen es still war, konnte sie es deutlich hören. Hallo? Da ist doch jemand! Immer und immer wieder. Hilfe! Bitte! Hallo! Mina, weißt du, wo das herkommt? Der Körper der Katze war bis in die letzte Muskelfaser angespannt. Auf leisen Pfoten schlich sie los und Selene folgte ihr. Tatsächlich. Die Rufe wurden lauter. Irgendwo hier in der Nähe musste es sein. Selene lief suchend herum. Angestrengt bemühte sie sich, in dem fahlen Mondlicht etwas zu erkennen. Da war ein merkwürdiger Hall in der Stimme. Der Mann schien sich nicht hier draußen aufzuhalten. Vielmehr in einem hohlen Raum, einer Höhle. Ein Schritt. Und plötzlich knackte es unter Selenes Füßen. Verzweifelt versuchte sie, ihr Gleichgewicht zu bewahren, als der Boden unter ihr einbrach. Hektisch schlug sie aus, um etwas zu ergreifen, aber sie riss nur Erde mit sich und stürzte.